Liebe Schwestern, liebe Brüder, in der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tode auferstanden und zum Leben hinübergegangen. Darum hält die Kirche in der ganzen Welt diese Nacht heilig und sie lädt ihre Söhne und Töchter, wo immer sie auch sind, ein, zu wachen und zu beten. Auch wir sind stellvertretend für unsere ganze Pfarreiengemeinschaft nun zu Beginn dieser Nacht der Einladung gefolgt. Wir begehen das Gedächtnis des österlichen Heilswirkes Christi, indem wir das Wort Gottes hören und die heiligen Mysterien feiern, in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir einst am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. So lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses neue Feuer, das die Nacht erhält, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns, Christus der Herr. Amen. Christus ist glorreich auferstanden vom Tod, sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.
Dann sprach Gott, die Erde lasse junges Grün sprießen
die nach ihrer Art Früchte tragen mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Große zur Herrschaft über den Tag, das Kleine zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheinen. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser winde von Sternen lebendiger Riesen, und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und nähret euch. Füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Alle Tiere der Erde, allen Vögeln des Himmels, und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust. Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist. Doch größer noch das Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast, durch den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham, er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einen der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier. Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen. Dann wollen wir zu euch zurückgehen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak an. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte: Mein Vater. Er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte: Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Und als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Witter hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Witter und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer. Abraham gab jenem Ort den Namen: Der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der
deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segne werden sie mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Lasset uns beten. Gott, du Vater aller Gläubigen, durch deine Gnade nährst du auf dem ganzen Erdenrund die Kirche deiner, die Kinder deiner Verheißung. Durch das österliche Sakrament der Taufe erfüllst du den Eid, den du Abraham geschworen hast, und machst ihn zum Vater aller Völker. Gib allen, die du zu deinem Volk berufen hast, die Gnade, diesen Ruf zu folgen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenen Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hängte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück. Während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen, so trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
Herr, unser Gott, du hast uns durch das Licht des neuen Bundes den Sinn der Wunder erschlossen, die du im alten Bund gewirkt hast. Das Rote Meer ist ein Bild für das Wasser der Taufe. Das befreite Volk Israel deutet hin auf das heilige Volk des neuen Bundes. Gib, dass alle Menschen durch den Glauben an der Würde Israels teilhaben und im Heiligen Geist die Gnade der Wiedergeburt empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich. Menschensohn, als die vom Haus Israel in ihrem Land wohnten, machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckte. Ich zerstreute sie unter die Nationen, in die Länder wollten sie vertrieben. Nach ihren Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagte von ihnen, das ist das Volk des Herrn, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, denn das Haus Israel bei den Nationen entweihte, wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Nicht euren Wegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen, bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch zu eurem Acker. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Innerstes und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich werde euer Gott sein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, durch die Schriften des Alten und des Neuen Bundes führst du uns ein in das Geheimnis dieser heiligen Nacht. Öffne unsere Augen für das Werk deines Erbarmens und schenk uns durch die Gnade dieser Osternacht die feste Zuversicht, dass auch unser Leben in deiner Herrlichkeit vollendet wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwester, liebe Brüder, Christus ist in dieser Nacht glorreich von den Toten auferstanden. Wir dürfen Gott loben und preisen. Gloria in excelsis Deo.
Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Amen. Sagt ihnen,
Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, ihre Hoffnung war mit ermattet worden.
sich noch in den Weg. Was tun? Achtung, keine Beschönigung der Angst, keine Missachtung der Trauer. Davon ist hier klar die Rede. Und doch eine unerwartete Wendung. Dem Tod Jesu steht plötzlich die Überwindung gegenüber. Wundert es, dass sie von einem himmlischen Ereignis sprechen und sie das Gefühl hatten, einem Engel zu begegnen? Keine Wächter können es verhindern, kein großer Stein steht mehr im Wege, sondern es geht ihnen ein neues Licht auf. Oder könnte man es anders nennen? Kein Wunder, dass das zuerst einen Schock auslöst. Doch so heißt es dann, sie sollten sich nicht fürchten. Fürchtet euch nicht. Das wurde zum Hinweis, dass da noch nicht das Ende von all dem war, was sie mit Jesus erlebten. Aber es bleibt die Unsicherheit, was sie und auch wir damit anfangen können, wenn es heißt, er lebt. Ist es nicht doch nur ein Verdrängungsmechanismus und die Gefahr, den Kreuzestod zu ignorieren? Soll denn ihr Leben wieder auf den Kopf gestellt werden? Das hatten sie doch gerade hinter sich. Er lebt. Wer soll das glauben? Die Frage stellt sich auch uns. Es geht hier um eine neue Aussage und Erfahrung. Versuchen wir Annäherung gerade in dieser angespannten Zeit. Die Jünger wählten, um sich den Erfahrungen zu stellen, als erstes den Weg der Schrifterkundung. Sie lasen die überlieferten Schriften jetzt neu und intensiv. Was sagten sie über den Messias und sein mögliches Schicksal aus? Sie waren erstaunt, da zu finden, Gott stand immer seinem Volk nahe und hat es aus Ängsten und Versklavungen befreit. Denken wir nur an die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten, die wir vorhin gehört haben. Die Propheten, die im Namen Gottes sprachen, hatten sich vielfach zum kommenden Messias und Befreier geäußert. Und wie zum Beispiel Jesaja sogar über dessen Leib gesprochen. Man denke an die Gottesknechtlieder, die wir in den Karlagen gehört haben. Der Prophet Ezechiel hat im Auftrag Gottes eine Auferstehung der Toten verheißen. Gott selbst habe ihn dazu beauftragt. Das Schicksal ihres Meisters, so spürten sie plötzlich real, hat sich bereits in den Generationen vor ihnen abgespielt. Doch Gott hatte nach jedem scheinbaren Rückschlag immer einen neuen Anfang gesetzt. Es ging den Jüngern auf, dass Gott kein Spieler, sondern ein solidarisch Beteiligter ist. Aus dieser Sicht nahmen sie Jesu Leben und Botschaft neu in den Blick. Es gingen ihnen gleichsam die Augen auf. Sie hörten seine deutenden Worte neu. Sie erinnerten sich intensiv an seine Begegnung mit ihnen, den Armen, den Kranken und den Sündern. Was war da an Heilkraft von ihm ausgegangen? Und ihnen wurde schließlich klar, dass sein Tod als eine Hingabe aus Liebe zu den Menschen verstanden werden kann und damit als eine tiefe Solidarität Gottes mit uns Menschen. War nicht immer schon vorher eine Art Auferstehung geschehen? Und waren sie, so wurde es ihnen bewusst, nicht selbst mit ihm schon auferstanden? Können wir nicht ebenfalls deshalb mit ihm auferstehen? Denn so sagt Paulus, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist euer Glaube nutzlos. Der Tod hätte dann das letzte Wort. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lassen wir uns in unserer zurzeit angespannten Situation wie die Jünger von dieser himmlischen Erfahrung ansprechen und uns auch sagen lassen, fürchtet euch nicht.
Es ist eine dringende, eine aktuelle Botschaft an uns. Der gekreuzigte und auferstandene geht nicht nur mit den Jüngern damals, sondern auch mit uns und uns zugleich voraus. Wir sollten deshalb seinem Wort an die Frauen folgen und ihn jetzt und hier, ob zu Hause oder jetzt hier im Gottesdienst, entgegengehen, um ihm zu begegnen. Dann gibt es auch für uns keine Unheilspropheten, die alles besser wissen wollen, sondern eine Freiheit zur Gelassenheit und einen unerschütterlichen Glauben. Dann kann uns keine mehr die Hoffnung rauben, wohin immer unser Weg auch führen mag. Diese Hoffnung hat die Jünger aller Zeiten immer so stark gemacht, dass sie sich nicht einmal vom Tod erschrecken ließen. Glauben wir deshalb nicht an einen Toten, sondern an den lebenden Herrn, den Auferstandenen mitten unter uns. Denn er lebt für sie und für mich, jetzt. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir bitten den Herrn, dass er dieses Wasser segne, mit dem wir dann uns an unsere Taufe erinnern. Gott aber erneuere in uns seine Gnade, damit wir den Geist treu bleiben, den wir empfangen haben. Herr, unser Gott, sei deinem Volk nahe, das wachend und betend diese Osternacht feiert. Du hast uns wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Wir gedenken deiner großen Taten und bitten dich. Segne dieses Wasser, das uns an deine Sorge für uns Menschen erinnert. Im Anfang hast du das Wasser erschaffen, damit es der Erde Fruchtbarkeit bringt und uns Menschen zum frischen Trunk und zum reinigenden Bad wird. Du hast das Wasser in Dienst genommen für das Werk deines Erbarmens. Im Roten Meer hast du dein Volk durch das Wasser aus der Knechtschaft Ägyptens befreit. In der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Die Propheten sahen im Bild des lebendigen Wassers den neuen Bund, den du mit uns Menschen schließen wolltest. Durch das Wasser, das Christus im Jordan geheiligt hat, reinigst du im Bad der Taufe den sündigen Menschen und schenkst ihm das neue Leben deiner Kinder. Darum sei dieses Wasser eine Erinnerung an unsere Taufe. Es vereinige uns in österlicher Freude mit unseren Schwestern und Brüdern, die getauft werden, und mit allen, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir alle sind eins durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Nach den 40 Tagen der Fastenzeit, in denen wir uns auf Ostern vorbereitet haben, wollen wir darum das Taufversprechen erneuern, mit dem wir einst den Satan abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm, unseren Herrn, in der heiligen Kirche zu dienen. Deshalb frage ich euch, widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Ich.
der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt. Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unseren Herrn, zum ewigen Leben. Amen. Lass sie
des Lebens. Schenke ihnen Helfer, die sie auf vielfältige Weise neu zum Leben führen. Du Gott des Lebens. Für alle kranken Menschen und alle, die von der Corona-Krise besonders herausgefordert sind, bewahre ihnen die Hoffnung und lasse Menschen finden, die sich für sie gerade jetzt einsetzen. Du Gott des Lebens. Christus hat im irdischen Tod den Stab gefunden. Tröste alle Trauernden und schenke uns ein Wiedersehen mit unseren lieben Verstorbenen in der Gemeinschaft mit dir, du Gott des Lebens.
Nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Uropfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer haben. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Phikus und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Heiligkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Ein Zeichen des Friedens und der
Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr, Halleluja. Wir sind befreit von Sünde und Schuld, so lasst uns Festmahl halten in Freude, Halleluja.
dieser Nacht. In dieser Nacht bereitet sich ein neuer Tag. Ein Tag, der niemals endet. Ein Tag des Jubels und ein Tag der Freude. Dieser Tag, er kann all unsere Nächte erhellen und uns neue Hoffnung geben. Die Nacht ist bezwungen. Alle Finsternis ist besiegt. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Ja, Jesus Christus ist auferstanden. Damit wir leben. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und deine Seele wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ein ganz herzlichen Dank auch an alle, die uns ein Bild zur Verfügung gestellt haben. So sind wir doch nicht so ganz alleine gewesen bei dieser Osternacht. Auch durch die Kartage hindurch schon haben wir uns mit diesen Bildern, mit Ihnen verbunden gefühlt. Ein ganz herzlichen Dankeschön dafür. Ja, und auch einen herzlichen Dank an meine Begleiter, die jetzt hier alle dabei waren und diesen Gottesdienst in diesen besonderen Zeiten mitgestaltet haben. So wollen wir noch den Segen Gottes für unsere Vereingemeinschaft und für alle erbitten. Der Herr